Moin, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ihr merkt oder ihr hört an meiner Stimme, dass sie immer noch ein kleines bisschen beschädigt ist durch die Gamescom. Aber es ist mal Zeit, dass wieder hier ein kleines bisschen mehr League of Legends Content kommt. Und wir werden uns quasi ganz langsam und vorsichtig ranpirschen. Denn es ist ja so, dass bald die Worlds sind. Na, wir haben natürlich das Finale der LCS noch vor uns. Aber Riot plant natürlich schon voraus und will natürlich den Worlds Patch optimal machen. Aber auch das Spiel in sich wie jedes Jahr weiterentwickeln. Und ja, als nächstes gehören quasi nicht nur Champion Balances dazu, die wir dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei den Patch Notes sehen werden, sondern auch an der Spielmechanik an sich. Und die interessanteste Änderung war unter anderem, dass man nun 10 Bans einführen möchte. Und das ist doch schon ein sehr, sehr interessanter Fakt, denn viele Leute fragen danach. Na, sie wollten schon, also viele meinen, 6 Bans insgesamt, beziehungsweise 3 pro Teams, sind viel zu wenig und das gilt es schleunigst zu ändern, denn es gibt so viele Todes-Champions, die einem einfach nur auf die Ketten gehen und man möchte diese aus dem Spiel entfernen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine legitime Sache an sich. Also Riot hat das Ganze auf jeden Fall nicht ohne Hintergrund gewagt. Und ich persönlich würde auf jeden Fall meine eigene Meinung dazu abgeben, beziehungsweise Probleme nennen, die Riot natürlich auch schon selbst erkannt hat. Das bedeutet, angenommen, wir haben 10 Bans. Na, dann ist nämlich die große Problematik gegeben, das erstmal ganz simpel gedacht. Na, wir fangen simpel an. Die Champ Select und so weiter, die Pick- und Bann-Phase, einfach 100 Jahre dauert, okay? Das dauert einfach 10.000 Jahre, ehe da quasi das Spiel überhaupt beginnt. Und wir wissen alle, dass wir erstens uns mit der Q-Time auseinandersetzen müssen, danach noch den Champion auswählen, auf den wir ungefähr spielen wollen, dann kommt die Pick- und Bann-Phase und wenn jetzt anscheinend jeder einzelne Spieler einen Champion pickt, dann hast du ein Warte- und Pick- und Bann-Verhältnis zum Spiel, das ist dann 50-50. Ja, und das kann halt nicht sein, dass ich quasi die Hälfte der Zeit damit verbringe, nur das Spiel vorzubereiten. Meine persönliche Meinung wäre, wenn man jetzt nur darauf schaut, dass man sagt, im Solo-Queue macht man meinetwegen 4, man übertreibt es erstmal nicht oder man bleibt bei den 3 Bans pro Team und lässt bei dem Competitive-Bereich die 10 Bans offen. Das Problem ist, dass dort mit den 10 Bans wesentlich schlimmere Dinge passieren können, denn es kommt ja nicht selten vor, dass ein Spieler zum Beispiel getargetbannt wird. Das heißt, ein Team hat einen sehr, sehr starken Midlaner und zack, 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 dann nimmt man einfach 3 Midlaner raus. Vielleicht hat sogar noch das andere Team einen Midlane-Champion gebannt und schon wird es sehr, sehr dünn, was den eigenen Champion-Pool angeht. Und man muss natürlich schauen, okay, was kann ich denn jetzt in der Mitte noch spielen, was bleibt denn übrig? Bei 10 Bans insgesamt, beziehungsweise bei 5 pro Teams, ist das Fokussieren auf einen Spieler massiv, okay? Das ist insane. Und damit natürlich auch das ein oder andere Problem verbunden. Das bedeutet, du musst als LCS-Spieler jetzt nicht nur sehr, sehr flexibel sein, weil gefühlt jede 2 Wochen gepatcht wird, sondern du musst auch eine große Variation an Champions mitbringen, die aber auch in League of Legends Sinn machen. Gerade wenn eine Position fokussiert werden sollte, könnten absurde Situationen insgesamt entstehen, wo 10 Midlane-Champions gebannt werden. Das wäre natürlich wirklich der absolute Ausnahmefall, aber die Auswirkungen wäre quasi für die einzelnen Spieler wahrscheinlich negativ im Competitive-Bereich, für die Zuschauer allerdings sehr, sehr schön, denn wir sehen eine große Bandbreite an Champions und müssen uns nicht immer wieder mit den gleichen auseinandersetzen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass man im Competitive-Bereich aktuell mit den 6 Bans bzw. den 3 Bans pro Teams sehr gut klarkommt. Also es ist halt, wenn du wenig Optionen hast oder wenig Möglichkeiten, musst du diese sehr gut einsetzen, um natürlich für dein Spiel bzw. für dein Team den Sieg zu holen. Also das finde ich ein kleines bisschen übertrieben. Eine andere Problematik, die quasi so nebenbei entsteht, ist natürlich, dass das Rank-System sich ein kleines bisschen ändern würde mit 10 Bans. Das bedeutet, du brauchst einfach mehr Champions. Normalerweise war jetzt, glaube ich, die Regel 16 Champions, musst du, glaube ich, haben, 14 oder so. Man kann das jetzt ausrechnen. Es sind 16, ja. Und das würde sich natürlich ein kleines bisschen erweitern, genau gedacht auf 20. Und ich denke, das ist nicht das Problem. Auch Riot hat, glaube ich, selber gemeint, dass sie eher schauen wollen, dass sie die Spieler, die League of Legends spielen, behalten wollen, anstatt jetzt irgendwie neue zu akquirieren und zu schauen, dass der Casual-Bereich zufrieden ist, die natürlich jetzt länger brauchen, um in das Rank-System reinzukommen. Das sind erstmal so die Standardauswirkungen. Bezogen aber auf die Bans an sich hätte ich quasi noch die Idee, dass man es wahrscheinlich so macht und ich hoffe, dass man es so macht wie bei Dota. Denn da ist das Bann-System ein kleines bisschen anders, aber sie haben ebenfalls 10 Champions bzw. 5 Helden pro Seite, die man nicht spielen kann in einer Partie.
Aber die Pick-und-Bann-Reihenfolge ist ein kleines bisschen anders. Das bedeutet, es ist nicht immer zack, 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 knallhart abwechseln, beziehungsweise in diesen Zweierstufen wie bei League of Legends, sondern da wird quasi zuerst ein bisschen gebannt, dann werden ein, zwei Champions gepickt und dann kommt quasi wieder eine Bannphase, wenn man schon sehen kann, okay, der Gegner hat schon das und das oder wir haben schon diesen und jenen Champion uns sichern können. Das bedeutet, man kommt trotzdem auf seine 10 Bans, hat aber noch ein paar Picks dazwischen, was natürlich die Variation und die taktische Tiefe auch erhöht. Das bedeutet, sollte man feststellen, der Gegner versucht gerade eine bestimmte Kombination aufzubauen, na, Hecarim, Sivir zum Beispiel, und dann kann man halt nach deren Picks, wenn man sieht, okay, die haben zum Beispiel so einen Sivir und einen Supporter gepickt, dann nehmen wir als nächstes den Hecarim raus. Also ich denke, es ist keine Schande und ich hoffe, Riot wird das auch durchführen, sich da von Dota was abzuschauen. Also zumindest habe ich das Pick-and-Ban-System so erklärt bekommen, dass man sich da so ein bisschen was abschaut. Also dass man nicht sagt, erstmal 10 Champions deleten und dann geht es ganz normal weiter, sondern dass man sagt, ein bisschen bannen, ein bisschen picken, dann wieder ein bisschen bannen, dann wieder ein bisschen picken. Ja, das wäre, denke ich, die Traumlösung, die ich mir vorstellen könnte, denn dadurch wird auf jeden Fall gerade im Zuschauerbereich die Pick-and-Ban-Phase ein kleines bisschen interessanter gestalten werden. Fürs Solo-Queue würde es aber trotzdem noch sehr, sehr lange dauern. Gut, das war wie gesagt mal ein kleines Thema, so ein bisschen zum Einstieg. Wir werden auf jeden Fall die Patch-Notes bald unter die Lupe nehmen und natürlich auch diese Woche die LoL-Trends. Ah, ganz, ganz wichtig. Ich habe sie aktuell auf den Donnerstag gelegt. Kann sein, dass ich quasi schon Mittwoch wieder in Berlin bin. Aber ich plane erst mal mit Donnerstag und habe übel Bock drauf. Na, jetzt habe ich ja sehr viel Gamescom hinter mich gebracht. Aber ich habe wieder richtig, richtig Bock auf League of Legends. Und natürlich auch erklären. Und bis dahin sollte meine Stimme auch wieder repariert sein. Ich wünsche euch aber einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Raid.